Glück auf aus Freiberg, meine Damen und Herren, und damit herzlich willkommen zu unserer Rechtsecke. Vielleicht haben Sie es in den Nachrichten verfolgt, es gibt ja ein neues Spiel, das besonders bei jüngeren Leuten total in ist. Es geht um Pokémon Go. Ich habe mich aber heute verabredet mit dem Fachanwalt für Verkehrsrecht, Herrn Udo Eggert. Herr Eggert, das hat ja mit Sicherheit auch haftungsrechtliche Konsequenzen, wenn durch so ein Spiel verkehrstechnisch was passiert, oder? Also diese Ablenkung durch ein solches Spiel per Handy oder Tablet oder was auch immer, ist eigentlich genau das gleiche Risiko und die gleiche Haftungskonsequenz wie bei jeder anderen Ablenkung. Also ich habe einfach im Auto zum Beispiel kein Handy zu benutzen, folglich habe ich auch nicht Pokémon zu spielen. Das ist ja dann noch eine besonders akute Gefährdung, indem ich mich dort wissentlich ablenken lasse von diesem Spiel, meine Konzentration vom Straßenverkehr wegwende. Und das hat natürlich erstens ordnungsrechtlich erhebliche Konsequenzen. Das kann nach meinem Dafürhalten ohne weiteres zu einer vorsätzlichen Verurteilung, sprich zu einer höheren Geldbuße und mehr Punkten in Flensburg führen. Und es hat vor allen Dingen auch nach meiner Auffassung versicherungsrechtlich erhebliche Konsequenzen. Das ist ja ein grob fahrlässiges Verhalten, sowas während des Autofahrens zu machen. Und damit könnte durchaus auch die Kaskoversicherung bzw. die Haftpflichtversicherung dann im Regresswege hier den jeweiligen Delinquenten zur Kasse bitten. Und wenn ich jetzt nicht im Auto dieses Spiel spiele, sondern eben als Fußgänger und unbedacht zum Beispiel über die Straße gehe? Dann kann ich bloß zum lieben Gott beten, sage ich jetzt mal etwas flapsig, dass ich eine gute Haftpflichtversicherung habe, eine Privathaftpflichtversicherung, die dafür einsteht, wenn ich dort irgendwo einen Schaden verursache, weil irgendein Verkehrsteilnehmer dadurch zu Schaden kommt. Wenn ich selber zu Schaden komme, habe ich einfach Pech gehabt für meine Dummheit. Dort muss ich dann eben einstehen. Aber die haftungsrechtlichen Konsequenzen gegenüber dem Dritten, die sind erstmal hoffentlich durch eine private Haftpflichtversicherung abgedeckt. Und inwieweit die dann Regress nehmen kann, wegen der vorhin schon erwähnten groben Fahrlässigkeit beim jeweiligen Versicherungsnehmer, das ist dann sicherlich noch zu prüfen in der Zukunft. Herr Eggert, wir haben Post bekommen von einem Zuschauer. Er ist aus dem Urlaub schon wieder zurückgekommen und ihm ist Folgendes passiert, so sinngemäß. Er ist auf der Rückreise, hat ein dringendes Bedürfnis plötzlich, erhöht die Geschwindigkeit, um schneller halt um die zur nächsten Raststätte zu kommen. Und just in diesem Moment wird er geblitzt, muss jetzt Bußgeld zahlen, möchte es allerdings nicht, aus diesem genannten Grund. Wer ist im Recht? Also da gibt es eine ganz breit gestreute Rechtsprechung zu diesen Angelegenheiten. Das ist wirklich eine reine Ermessensfrage des jeweiligen Einzelfalls, also des jeweiligen Richters, der diesen Einzelfall zu entscheiden hat. Es gibt natürlich ganz schlimme Dinge, wie zum Beispiel eine Darmerkrankung und dergleichen, die dann irgendwann während der Autofahrt zum Tragen kommt. Und wo ich aber natürlich dann nicht mit 200 Sachen durch die Stadt rasen kann, nur um rechtzeitig aufs Klo zu kommen, sondern da sagt das Gericht, zum Beispiel das OLG Zweibrücken hat so eine Entscheidung getroffen, mal vor einigen Jahren, dann muss ich mich eben rechtzeitig darauf einstellen und kann nur kurze Fahrten planen oder muss mich fahren lassen oder sonst irgendwelche Konsequenzen ziehen, wenn ich das vorher schon weiß. Es gibt natürlich auch Akutfälle, wo ich das nicht weiß, insbesondere wenn ich irgendwas gegessen habe irgendwo unterwegs und plötzlich reagiert dann der Magen oder der Darm entsprechend, dann darf ich natürlich auch nicht sinnlos durch die Gegend rasen, sondern da muss ich angemessen reagieren. Der Paragraph 16 im Ordnungswidrigkeitsgesetz redet dann vom sogenannten rechtfertigenden Notstand. Das sind also wirklich Zwangssituationen, wo ich abwägen muss, riskiere ich jetzt, dass ich mein Auto verderbe zum Beispiel und meine Hosen und alles andere, oder riskiere ich, dass hinter mir jemand zu Schaden kommt, beziehungsweise ich jemanden schädige, indem ich durch die Stadt rase oder auf der Autobahn einfach anhalte und Notbremsung mache und dergleichen riskante Geschichten. Also es kommt hier wirklich auf den Einzelfall dran, aber es muss einfach vernünftig sein. Wenn ich zum Beispiel auf der Autobahn fahre und es gibt einen Standstreifen, dann darf ich ausnahmsweise in einem ganz besonderen Einzelfall sicherlich dort mal den Standstreifen benutzen, um das Nötige zu erledigen. Wenn es den nicht gibt, dann habe ich ein Problem. Dann muss ich notfalls eben die Sessel beschmutzen und kann nicht einfach hinter mir die Leute auffahren lassen, nur weil ich da mal dringend bremsen müsste. Also das ist wirklich eine Abwägungssache und ich habe es auch schon gelesen, da hat auch schon jemand wegen eines Wellensittichs, der da erkrankt war, die Geschwindigkeit um 50 km/h überschritten, weil er zum Tierarzt wollte. Weswegen? Weil der wellensittig krank war, der lag im Koma, ja. laut Gerichtsbericht. Und der war also so offensichtlich so querkrank, dass er dringend zum Tierarzt musste, aber das ist noch lange kein Grund, durch die Stadt zu rasen. Also dort hat er mit Sicherheit mit einer Geldbuße zu rechnen und auch mit dem ganz normalen Regelstrafen. Eine andere Situation, sicherlich eine schönere Situation, eine werdende Mutter und ich als Vater bin auf dem Weg zur Entbindungsstation. Darf ich da schneller fahren als erlaubt?
Also da kommt es natürlich auch drauf an. Da gibt es auch einige Gerichtsentscheidungen, man soll es gar nicht glauben, aber es gibt tatsächlich Gerichtsentscheidungen dazu. Es kommt immer auf die Situation drauf an. Es gab also eine Gerichtsentscheidung, dort hat die Frau schon vorneweg mehrere Fehlgeburten gehabt. Es war eine sehr riskante Situation, die Geburt, und es waren auch starke Schmerzen bei der Frau vorhanden. Dort hat das Gericht dann von der Bestrafung abgesehen, als der Mann wegen dieser Geschwindigkeitsüberschreitung geblitzt wurde. Das war auch nicht so sehr erheblich, dass es nun in wilde Raserei ausartete. Aber es gab zum Beispiel auch eine andere Entscheidung, als der Mann ins Krankenhaus gerufen wurde, weil seine Frau eben gerade von zu Hause zur Entbindung abgeholt worden war und ist dort auch mit, ich glaube, über 200 Sachen durch die Gegend gerast, von der Autobahn oder wo. Und dort hat das Gericht gesagt, das ist überhaupt kein Grund. Die Frau war in ärztlicher Versorgung und damit gab es überhaupt keinen Grund für den Mann, nun die Umwelt zu gefährden durch Raserei, nur um da 5 Minuten eher im Krankenhaus zu sein. Herr Eggert, vielen Dank für diese Informationen. Und wenn Sie, meine Damen und Herren, noch Fragen zum Thema Recht haben, dann sind Sie hier bei der Rechtsanwaltskanzlei Eckert-Hänig, Sitz und Techne in Freiberg recht herzlich willkommen. Oder Sie lassen uns Ihre Fragen wissen, entweder per E-Mail unter info@kanal9-erzgebirge.de oder Sie schicken einfach einen Brief in die Fabrikstraße 5 in Brand-Erbersdorf.